Herzlich willkommen. Sie sind ja herzlich willkommen schon von den Schülerinnen und Schülern dieser Schule, die Sie unten empfangen haben, hier oben empfangen haben, und von den jungen Damen und Herren der Firma Lars Cordes. Beide, die Schule und die Firma, sind ja Mitveranstalter. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Verleihung des Ausbildungsbandes 2022 am Marienhilo-Gymnasium. Wir freuen uns, dass wir als Schule in diesem Jahr Austragungsort sein können und sein dürfen. Und falls Sie fragen, warum wir das dürfen, dann dürfen wir das, weil wir im letzten Jahr Preisträger dieses großartigen Wettbewerbs waren. Damit ist dann auch eine Verpflichtung verbunden. Wir haben im letzten Jahr das Glück gehabt, den Wanderbuddy als Sieger überreicht zu bekommen. Der stand bei uns jetzt ein Jahr in unserer Akademie, wo wir uns um die Aus- und Weiterbildung von über 100 Mitarbeitern kümmern. Wir versuchen, jeden zu integrieren und ihn in das Berufsfeld des Friseurs einzuführen. Mein Mann und ich führen gemeinsam 11 Friseursalons. Seit über 10 Jahren bilden wir auch aus. Meistens 10 Auszubildende pro Lehrjahr. Ich freue mich, dass so viele sich für den Beruf interessieren und auch so viele zu uns ins Unternehmen kommen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was macht der Staatssekretär für Wirtschaft hier, wenn es um Ausbildung geht? Ich bin in Berlin für die Unternehmen zuständig, das ist richtig, aber beides geht Hand in Hand. Und liebe Frau Cordes, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht Ihre Lieblingskunde. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber dass Sie das, was Sie gerade beschrieben haben, so machen, ist wichtig für die Stadt, ist wichtig für die jungen Menschen und auch vom Wirtschaftsstaatssekretär herzlichen Dank dafür, dass Sie das machen. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort. Dankeschön. Deswegen betone ich das so sehr, weil wir alle eine Verantwortung dafür haben, dass Gesellschaft am Ende funktioniert. Und dafür sind Unternehmen ganz wichtig. Frau Cordes ist ein positives Beispiel. Es dürften mehr sein, die diesem Beispiel folgen. Und das sagt der Staatssekretär für Wirtschaft. Egal wo ich bin, ich rede mit allen Betrieben darüber, bildet ihr aus? Was bildet ihr aus? Bildet ihr vielleicht auch über den Durst aus? Oder bildet ihr gar nicht aus? Und wenn ihr nicht ausbildet, warum? Ich freue mich auch sehr, dass heute auch das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung hier repräsentiert ist, übrigens auch sehr hochrangig. Vorsteherin, die formell das höchste Amt in Reinickendorf hat. Frau Köppen ist heute hier, darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr darüber, dass meine Stellvertreterin, Frau Demir-Böken-Wegner, dabei ist. Und Herr Muschner, wir sind uns heute im Rathaus auch schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, aber auch ansonsten aus der Kommunalpolitik viele dabei sind. Ich sage es immer wieder, aber viele sind auch erstaunt, wenn sie es hören, wir haben über 9000 Unternehmen in Reinickendorf allein. Und das ist eine Vielfalt an Unternehmen ganz unterschiedlicher Art. Große Traditionsunternehmen in Reinickendorf bis hin aber auch zu ganz neuen, flexiblen, innovativen Betrieben. Und das macht auch die Stärke, glaube ich, unseres Wirtschaftsstandorts aus. Und ich bin, meine Damen und Herren, auch in dieser heutigen Krisenzeit optimistisch. Die Ausbildungsplatzpaten, die ehrenamtlich, ich sage nochmal deutlich, ehrenamtlich, seit vielen Jahren höchst engagiert, gerade an dieser Schnittstelle zwischen Schule und Ausbildung, einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten, meine Damen und Herren, das verdient unseren Respekt. Und es macht eigentlich unseren Bezirk auch so liebenswert und auch mit unserer Veranstaltung der Verleihung des Ausbildungsbuddys sind wir, glaube ich, auch schon über unsere Bezirksgrenzen bekannt geworden. Die Preisverleihung und die Auszeichnung wird Frau Oberschulrätin Britta Wittmers von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft machen. Wie immer. Ich sage, Sie alle haben meine höchste Anerkennung und meinen tiefsten Respekt verdient. Und damit beginne ich mit der Ehrung des Integrationsbuddy, den Sina Halia Dogan der Max-Beckmann-Schule bemalt hat. Den dritten Preis, den verleihen wir Tim Franzen,
ebenfalls von der Max-Beckmann-Schule. Können Sie alle sehen, was da so Schönes draufsteht? Also da steht Mathe drauf, das ist ja mein Lieblingsfach, auch mal Mathe-Lehrerin früher. Englisch hatten wir schon vorhin bei Frau Lesemeister. Deutsch gehört auch dazu, Bio, Physik. Der zweite Preis geht an Luzi Rüttgers vom Gabriele von Bülow-Gymnasium. Gratulieren Sie bitte zum Sieg des diesjährigen Wettbewerbs Annika Schubmehl, ebenfalls vom Gabriele von Bülow-Gymnasium. Ja, also ich habe den Bernd in Komplementärfarben gemalt. Vorne sind Rottöne, hinten Grüntöne. Der Inklusionsbuddy ist ja ein ganz besonderer Buddy. Er dient ja auch sozusagen gerade der Anerkennung von Firmen, die sich in einem, denke ich, wirklich auch schwierigen Umfeld sehr engagieren, nämlich auch Menschen, die benachteiligt sind, entsprechend zu fördern. Das Unternehmen, was Sie ausgewählt haben, ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 80 Mitarbeitenden, mit etwa 45 Arbeitskräften im Bereich Reinigung tätig und zum anderen mit etwa 40 Arbeitskräften im Bereich der Partyausstattung und ist ein eingetragener Meisterbetrieb, und jetzt sage ich auch den Namen gerne. Das ist die Integra G GmbH, ein sehr bekanntes gemeinnütziges Unternehmen. Der Preis geht an den Eichborn-Damm, und die Firma heißt Edelmarkt GmbH Veranstaltungstechnik. Herzlichen Glückwunsch! Tollen Preis mit allen Schulfächern. Zur Kategorie mittleres Unternehmen, was die Größe angeht, also bis zu 250 Beschäftigte. Das Unternehmen bietet insgesamt 14 Ausbildungsplätze an. Es zeigt ein hohes Engagement und Einfallsreichtum, um Jugendliche für die Ausbildung zu motivieren und auszubilden. Der Preis in der Kategorie mittleres Unternehmen geht an die Firma Borsig GmbH. Herzlichen Glückwunsch! Das Unternehmen, was in der Kategorie Großes Unternehmen den Preis erhält, ist Iwamo Pump Technology Solutions PS GmbH. Ein langer Name. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal vorne sind jetzt ganz Schweiß weg. Sie haben den Sohn übernommen. Jetzt ist die Firma Borsig dafür verantwortlich. Ein Unikat. Diese Veranstaltung ist für mich persönlich in Rhein-Hinnickendorf immer ein Höhepunkt. Und ich bin wirklich, lieber Herr Pelzer, Ihnen, den Ausbildungsplatzpartnern, wirklich sehr, sehr dankbar. Verleihung des Ausbildungsbuddies ist immer ein Highlight in Rhein-Hinnickendorf, das war es auch diesmal. Hat sich der Einsatz gelohnt, fand die Veranstaltung toll und ich freue mich, dass wir gewonnen haben, weil wir haben ja jedes Jahr mal mitgemacht, so ab und zu, und auch schon mal die Kleinen gewonnen, und jetzt war wirklich das Ziel, bei 20 Jahre Borsig neu den Großen mal zu gewinnen. Ja, super, tolle Veranstaltung, tolle Band. Ja, wirklich. Ich fand, es war eine gelungene Veranstaltung. Es ist rübergekommen, wie toll Schule ausbildet, wie viel Einsatz Betriebe zeigen in der Ausbildung und die Firmen
sind ja in der Laudatio gewürdigt worden, was sie nicht alles tun. All das ist nötiger denn je, was wir heute brauchen und wenn wir vorankommen. Um das abschließend zu sagen, die Mühe hat sich gelohnt, war eine tolle Veranstaltung. Und die Berichterstattung auch.